Hallo. Hallihallo. Ist der zweite Podcast. Woche 2. Fängt ja jetzt an, ja. Ist jetzt genau Woche 2. Genau. Ist genau 7 Tage her, seit der letzte Podcast kam. Ja. Wir wollten es öfter machen, aber. Wollten wir? Ich glaube, wir hatten öfter angekündigt. Hatten wir? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten irgendwie wöchentlich oder zweiwöchentlich oder so angekündigt. Zweimal wöchentlich oder zweiwöchentlich? Das ist ein Unterschied. Zweiwöchentlich. Zweiwöchentlich, okay, vielleicht machen wir es wöchentlich. Wir wissen es nicht. Schauen. Ja, was hat sich getan seitdem? Unsere Seite hat sich verändert. Nicht wirklich viel, aber ist voller geworden. Wir haben auf jetzt jeden Fall mehr Inhalte. Deutlich mehr Inhalte. Also wir haben. Ich überlege gerade, was wir gemacht haben. Wir haben das Wir, wer sind wir, haben wir gemacht, auf jeden Fall. Das ist wirklich schön, sollten wir es sich anschauen. Wir haben den Gemeinderat geupdatet, da gab es eine Änderung. Wir haben teilweise für die Parteien Topics kreiert, nicht für alle Parteien, noch nicht. Das kommt im Laufe der Zeit. Ja, das ist das, was wir gemacht haben. Ansonsten haben wir... Heute auf der ersten Veranstaltung waren wir heute. Ja, das offene Kreisverbandstreffen der Linken. Stadtverband. Stadtverband. Oder? Ja. Ich meine, das war Kreisverbandstreffen. Nee, Kreisverband war es auf jeden Fall nicht. Kreisverband ist nicht. Stadtverband ist der offene Stadtverband der Linken. Das offene Stadtverbandstreffen der Linken. Hier steht es bei uns auf der Website. Das muss es stimmen. Wenn es bei uns steht, muss es stimmen. Ja, genau, da waren wir heute. Das ist auch der erste Ding ins Rezusen. Einen kleineren Eintrag geben wird, aber keinen großen, weil die Zeit haben wir nicht. Ja, und es war auch bei weitem nicht interessant genug, als dass man da großes was machen könnte. Ja, nicht für die gemeine Wählerschaft nicht interessant genug, hätte ich jetzt gesagt, aber ja, da hast du recht. Es wird einen kleinen Artikel drüber geben, nichts Großes, aber was Kleines werde ich dazu machen. Ja. Genau. Ansonsten, genau, was hat sich sonst noch so getan im Hintergrund, das könnt ihr nicht sehen. Wir haben Antwort von ein paar Parteien bekommen. Dürfen wir sagen, welche? Wir können, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass wir mit den Parteien zurzeit aktiv korrespondieren. Genau, wir korrespondieren mit ein paar Parteien aktiv, würde ich sagen. Ich denke, wir dürfen sie auch namentlich nennen. Dürfen wir? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir es tun, obwohl wir es nicht dürfen? Dass die Parteien uns ankacken und uns die Erlaubnis, die sie uns zugesagt haben, entziehen. Aber das ist eine gute Nachricht. Wir teilen ja mit der Welt, dass wir uns freuen, mit den Interviews zu führen. Ja, nicht jeder sieht das so vielleicht. Vielleicht ist das noch so und solange das nicht... Egal, wir sagen es mal nicht. Wir sagen es mal aus Gründen nicht. Ihr wisst jetzt, wieso wir sie nicht sagen. Wir können aber ein bisschen anteasern. Wir haben von einer Partei feste Zusagen, dass man uns auf jeden Fall unterstützt und eigentlich die Rückmeldung doch sehr generell bekommen. Ich überlege gerade doch. Sehr generell bekommen, dass hier... dass man sich da ein bisschen jetzt habe ich dreimal den Satz angefangen. Also es ist die Idee unserer Seite wird sehr gut aufgenommen, auch mit sehr viel Lob und von den sehr meisten, viel entgegenkommen. Ja, genau. Also es wird bisher momentan, also bisher wird es eher wird es entweder ignoriert oder ja. mit großem Interesse genau, wahrgenommen. Das hat natürlich dann für uns große Vorteile, weil das natürlich uns die Arbeit abnimmt. Ja. Und das ist natürlich sehr schön, wenn uns Parteien helfen und wenn wir da auf offene Ohren stoßen, dann müssen wir nicht diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht und ob wir das brauchen oder nicht. Genau. Jetzt wir machen noch einmal den Ausblick für die kommende Woche an Veranstaltungen. Das ist am 12. oder die kommende Woche steht natürlich nicht, doch, kommende Woche. Der 12. Erste ist der Neujahreshock. Neujahreshock der SPD. Ha, ich hab's gewusst. Nein, so nicht. So, der Neujahreshock der SPD, der findet statt am 12. um 15 bis 17 Uhr
Und das Ort ist das Brunhilde-Bauerhaus und die Linkenheimer Landstraße 133 in Karlsruhe. Ja. Und dort wird man sich in einer entspannten, gemütlichen Runde treffen, zu guten Gesprächen, gegenseitigen oder noch besserem Kennenlernen bei Musik, Kaffee oder Tee und Kuchen. Und der Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup hat sein Kommen wohl zugesagt. Genau. Das ist das, was wir so in Veranstaltungen in der nächsten Woche haben bis jetzt. Ansonsten haben wir natürlich, habe ich noch mir überlegt zu sagen, was bis nächste, was euch die nächste Woche so auf der Seite erwartet. Wir wollen die Zusammenfassung für alle Parteien fertig machen. Jo. Und die linken Veranstaltungen von heute Revue passieren lassen. So ein bisschen, einen kleinen Artikel oder so. Und ansonsten wird die SPD-Veranstaltung natürlich besucht. Das wird allerdings nicht von mir gemacht. Da kann euch Simon vielleicht mehr dazu sagen, was da geplant ist. Nochmal was? Bei der SPD-Veranstaltung, was wir da geplant haben. Du wolltest doch was machen. Ah ja, genau. Die SPD-Veranstaltung am Samstag, wir werden auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall ein paar Bilder machen, dass ihr da auch schön seht, wie das Ganze da ausschaut und auch ein bisschen mehr reinkommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, sie werden auch das Wahlprogramm ansprechen. Ne? Ja. Worüber wir euch dann natürlich auch direkt informieren werden. Ich bin da dann auch mit dem Valentino, der wird in Zukunft voraussichtlich auch öfter bei uns mitarbeiten, ein bisschen unterstützen. Ja. In welchem Maß wissen wir noch nicht, aber. Ja. Der wird übrigens auch noch auf dem Wer sind wir Banter. Genau, der wird da auch noch auftauchen. Sich verewigen, ja. Ja, ansonsten, ich bin auf jeden Fall gespannt auf Samstag. Freue mich auch ein bisschen drauf. Ja, und ja. Vielleicht machen wir sogar spontan einen kleinen Vlog, weil da wird es nicht damit zu tun sein. Tja, so ist es. Ich bin nicht da. Das wird der ganzen Sache aber keinen Abbruch geben. Wir werden nächste Woche, werden wir dann weiter podcasten. Genau, was wird sonst noch kommen? Es wird eine Startseite wahrscheinlich geben. Einfach weil das sinnvollste ist, weil aktuell landet ihr auf dem Projektding, auf der Projektvorstellung. Wir wollen, also ich möchte gerne, das trifft jetzt nicht uns, eine Startseite machen, auf der praktisch die neuesten Einträge stehen, was das Neueste ist, was verändert wurde, damit ihr einen groben Überblick bekommt, wenn ihr jeden Tag auf die Seite geht, was ist neu, was ist geändert, was steht so an. Genau, einfach damit ihr schnell informiert seid. Und jetzt würde ich sagen, sind wir für heute durch, glaube ich. Naja. Ich glaube, wir sind durch. Vielleicht kurzes Ausblickding, worauf wir am Ende vom Tag hinaus wollen, ist natürlich alle 48 Kandidaten zu interviewen. Jetzt kommt ein bisschen was Lustiges. Eine Gruppierung, mit der wir korrespondieren, hätte gerne, dass man ihnen Interviewfragen schickt und dann leiten sie diese Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten weiter, die zu diesen Themen eben antworten möchten. Jetzt sind wir natürlich so ein bisschen hinhergerissen, ist das was Sinnvolles oder nicht? Ja. Weil, also jetzt kommt die erste Begründung, warum ist es sinnvoll? Es ist sinnvoll, weil sich dann nur Kandidaten melden, die zu dem Thema auch was sagen können. Das klingt erstmal super sinnvoll. Jetzt kommt das Problem, die anderen, die dazu nichts sagen können, haben dann einen kleinen Vorteil praktisch, weil die stellen sich dann nicht als Idioten dar, sagen wir es mal so. Oder als unwissend in diesem Thema, was ja kein Problem wäre. Aber sie stellen sich eben nicht zu so einem Interview. Deshalb werden wir wahrscheinlich nochmal eine Mail schreiben, um da den Kontakt doch ein bisschen freundlicher zu stellen. Und ich glaube, wir werden im Laufe der Woche vielleicht auch ein paar Anrufe tätigen, weil auf jeden Fall, ja. Das Feedback, also 3 von 11, glaube ich, sind wir aktuell. Ich gucke ganz mal kurz ganz schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 von 8. Ja. 3 von 8 und ein paar habe ich außerhalb gesendet. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Dann haben wir 3 von 9. Ist nicht viel, sondern ist eigentlich auch zu wenig. Das hatten wir uns besser vorgestellt.
Wobei die Mitteilung, die wir bekommen haben, auch super, super gut war, eigentlich. Naja, also wie gesagt, Feedback war doch sehr positiv. Mit großer Freude geprägt. Ja. Ja, das heißt, wir machen schon was Sinnvolles, glaube ich. Ansonsten überlege gerade, ob wir sonst noch irgendwas sagen können. Wir können natürlich einmal, wir machen noch eine kleine Wochenrückschau. Wir hatten 48 Besucher, das darf man bestimmt sagen, oder? Und 201 Seitenaufrufe, davon ist 20% mobil. Das heißt, die meisten Seitenaufrufe laufen über den PC. Also laufen über den PC das sag ich mal, für unsere erste Woche auf jeden Fall ein guter Einstieg. Genau. Und hoffen natürlich, dass sich das noch steigert. Und ja, ansonsten sind wir gespannt. Wir wollen unser Instagram-Game wollen wir ein bisschen verbessern, aber das ist halt jetzt auch Anfang Januar, läuft halt auch noch nicht viel. Wir haben fest zugesagt bekommen, die Parteiprogramme von, wann war das? Wenn wir das Wahlprogramm überarbeitet und korrigiert bekommen, dann gegen Ende Januar von mehreren Parteien wahrscheinlich das Wahlprogramm. Ja. Und die Listen, sobald die über diese eben final abgestimmt wurden, ergänzen wir die weiteren Listen. Beziehungsweise ich werde jetzt von den Parteien, die halt noch keine vollständige Liste haben, Fragezeichen an die Listenplätze schreiben, weil ich sehe nicht ein, was anders zu machen. Informationen, soweit es geht, zurückzuhalten. Von daher, genau, ist das so unser Plan. Ansonsten werdet ihr von Valentino mehr hören. Den hört ihr heute noch gar nicht. Den hört ihr vielleicht, seht ihr den, wenn Simon seinen Vlog macht, dessen Upload ich blockieren werde. Dann seht ihr ja gar nichts. Dann seht ihr gar nichts von ihm. Nee, aber natürlich. Dann könnt ihr unseren YouTube-Kanal auschecken, glaube ich. Dann. Aber das, ihr seht es auch auf der Seite. Wir verlinken es auch auf der Seite. Von daher ist das ja gar kein Thema. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Dass man dienstagsabends in die Woche stand, ist ja auch sehr gewöhnlich, gell? Auf jeden Fall. Also wir sind ungefähr so pünktlich wie Mr. Trashpack. Wir sind gut. Seinerzeit. Eieiei. Gibt's denn noch? Macht der noch was? Gibt's noch Mr. Trashpack? Ich bin ganz kurz mal... Ich bin mal kurz bei Mr. Trashpack suchen. Mr. Trash... Oh ja, sieht gut aus. Ja, den gibt's... Der hat 700.000 Abonnenten. Ja, tatsächlich. Ja, aber der ist nicht sehr häufig. Naja, in dem Sinne wünsche ich euch zumindest eine schöne Woche. Ja, von mir dasselbe. Ja. Und wir sehen uns dann pünktlich nächste Woche wieder. Nee, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir hören voneinander. Ja, pünktlich zum Anfang der nächsten Woche, genau. Dienstags abends um 8. Wenn ihr irgendwas habt, so... das ist jetzt gerade aber massiv. Eieiei, jetzt ist er zweimal aber krass übersteuert. Da muss ich nochmal reinhören. Aber nicht hier. Nee, das wollen wir nicht. Wenn ihr irgendwas Spezielles... Eieiei. Wenn ihr irgendwas Spezielles haben wollt, irgendeinen speziellen Typen, spezielles Interview, dann könnt ihr denen auch schreiben, dass sie unsere Seite auschecken sollen und dann mit uns einen Termin vereinbaren. Das wäre natürlich richtig smart, wenn die Leute anfangen, bei uns interviewt werden zu wollen. Ja, das wäre super smart, deshalb könnt ihr da auch eure Partei anstoßen, wenn ihr wollt. Wir haben, wie gesagt, 200 Seitenaufrufe, das sind 200 Leute, die tendenziell, das also 48 bestätigte Leute, das sind ungefähr 50 Leute, die das sehen wollen, ja. Bei denen ihr tendenziell auch Werbung für eure Partei macht. In dem Sinne hoffe ich, das ist okay. Ansonsten ist jetzt nur 14 Minuten lang, aber wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tüdelü. Willst du noch irgendwas sagen, Simon? Ja, ne? Schöne Woche. Keine Ahnung. Nehmt keine Drogen, Kinder. Und wenn ihr erwachsen seid, nehmt Drogen. Wer bin ich, dass ich euch das vorschreibe? Nein. Na? Das ist ein guter Podcast. Wir wollen also nicht, dass ihr... Smoke grass, eat ass. Mit diesen Worten, tschüss. Tschüssi.